Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. In der letzten Folge haben wir die Gunst endlich von Madame M erreicht und nun haben wir aber noch ein paar Kämpfe in der Arena durchzustehen. Es sind nur kleine Gegner, um einige Items abzugreifen, die ich haben möchte. Ich habe ganz viel geschnitten, denn die Kämpfe wiederholen sich und das wollte ich euch nicht antun und außerdem sparen wir so eine Menge Storytime. Oh, viel Spaß. So, der Kampf ist erledigt. Da und wir sind ja frei. Ich hab euch schon gesucht. Ich soll euch eine Nachricht von Madame M überbringen. Gut gemacht. Kommt bei Gelegenheit in meinem Salon vorbei. Lässt sie ausrichten. Übrigens, hättet ihr Interesse daran, demnächst wieder im Kolosseum zu kämpfen? So große Turniere wie das von heute sind selten. Aber kleinere Kämpfe gibt es ständig. In Corneus Kolosseum werden Tag und Nacht heftige Kämpfe angefochten. Wenn du dich in einem neuen Match beweisen willst, geh ins Untergeschoss und sprich dort mit dem Wärter. Während der Kämpfe im Kolosseum ist die Benutzung von Gegenständen untersagt, jedoch werden TP und MP nach jedem Kampf in geringem Maße wiederhergestellt. Die Materia stehlen ist wirkungslos. Okay. Ich muss auf jeden Fall stehlen mal reinmachen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich vom Haus irgendwas bekommen habe. Leider, leider, leider. Was haben wir denn drin? Feuerer, Analyse auf Gegner. Weißt du was? Wir machen Feuerer weg. Aber ich halt nur einen. Aber dafür stehlen. Kann ich immer ein Item stehlen. Gut, jetzt gerade ein bisschen scheiße, weil ich jetzt ins Kolosseum zurückgehe und gucke, was es mir bringt. Aber gut. Mal schauen. Nur eine Runde, um zu gucken, was es bringt. Weil, wenn es was Gutes bringt, kann ich ja jederzeit zurückgehen und farmen. Oder ist das eigentlich nur dazu gedacht, zum Farmen? Ich weiß es nicht, mal gucken. Lassen wir uns doch mal eine Runde drin. Ausgezeichnet, da bist du ja. Hier, such dir einen Gegner aus. Aha. Kämpfe mit Cloud gegen eine Reihe von Don Corneos wilden Haustieren. Dafür bekomme ich nur so wenig Gil. Kämpfe mit einem Zweierteam gegen eine Reihe von Schlägern, deren Lebenszweck es ist, ihre Brutalität im Kolosseum unter Beweis zu stellen. Preis Clairvoyance. Schrift zum ultimativen Mysterium. Ja, muss ich alle machen. Ach so, das ist einfach nur so wirklich so ein Battle. Aber ich will den Preis haben. Machen wir nochmal. Teilnehmergebühr. Ach so. Ich muss zahlen dafür. Runde 1 von 5. Naja, also. Ich kann mich ja selber heilen. Das war abzusehen. Es werden immer mehr Viecher. Das war's. So, und dann machen wir einen Schwertsturm. Das sollte reichen. Easy. Keine große Sache. Oh, Hundis. So, und dann nochmal Schwertsturm. Das ist meine Lieblingstechnik. Yes. Hinter uns. Und jetzt schön Störung hinterher. Noch schön den anderen mitgetroffen. Nicht mit mir. Verrecke. Und jetzt Mutangriff. Der Feind ist geschwächt. Boah, also bisher einfach. Okay. Ja, meine Lieblingsgegner, meine beiden Lieblingsgegner. Das war's. Ich bin auch ausgewichen. Ihr habt's alle gesehen. Los geht's. Die Fähigkeit ist auch richtig cool. Beschwörung. Okay. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und tschüss. Genug. Gewonnen. Weiter geht's. Runde 5 von 5. Verdammt. Ja gut, du bist ein bisschen lästig.
Finis. Dann machen wir mal Magie. Zack. Ja, komm mal runter auf den Boden, Kleiner. Ah, nervig, aber nicht unmöglich, ne? Jetzt oder nie. Schluss mit lustig. Der Feind ist geschwächt. Achso, ich muss jemanden in Schockzustand versetzen, damit die Beschwörung aktiviert wird. Ah, das war's jetzt dann. Ergibt alles Sinn. Na dann. Niederer Schimmer. Ein Koloss im Kolosseum. Schrift zum ultimativen Mysterium. Mit dem Schriften zum ultimativen Mysterium kannst du deine Limits auf Stufe 2 erhöhen. Limits auf Stufe 2 sind zwar stärker, benötigen jedoch auch länger, um die Limitleiste aufzuladen. Im Hauptmenü kannst du unter Kampfeinstellungen Limits die Limits auswählen, die du im Kampf verwenden möchtest. Oh, okay. Cool. So. Segen des Planeten. Ah, ihr Limit kann ich auch verbessern. Na gut. Weil ich kann. Also mein Limit ist fast voll. Was ist los? So viel Schaden haben die mir nicht wirklich gemacht. Und ich habe die Analyse beendet. Komm, Shiva, gib ihm den Rest. War schon ein bisschen gemein und armselig, aber gut. Niederer Schimmer besiegt. So. Stufe 2 auch für sie. Ich rüste sie aber jetzt noch nicht aus, denn ich mache zwei Team gegen Slum-Hooligans. Clairvoyance. Was auch immer das ist, ich will's haben. Gruppenkampf. Bitte den Anführer. Ja, Cloud. Ist ja logisch. Ich könnte auch Aerith nehmen, dann könnte ich unendlich heilen, aber das passt schon. So, und Störung. Los geht's. Ich liebe Störung. Schiss. Echt jetzt? Spielverderber. Es ist aus. So, und ein Schwertsturm. Hat ihn einfach nicht gejuckt. Das wird dich aber jucken. Mein Einsatz. Nicht mit mir! Ich mag das neue Kampfsystem. Nur die Guten sterben, Jung. Weiter geht's. Du bist doch der Beastmaster. Du bist ein bisschen zu schwach. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin bereit. Verschwende mich, Verfluch. Hä? Keine große das Sache. Was war das denn? Was war das denn für eine armselige Scheiße? Hä? Okay, jetzt wird es noch ein bisschen interessanter. Zuerst du, weil du eine Waffe hast und ein Feigling bist. Verflucht! Oh nein. So, machen wir es so. Lass Cloud in Ruhe. Nur die Guten sterben. Au, warum? Übernimm du. Ich übernehme. Und tschüss. Und natürlich Störung. Mein Einsatz. Tschüss. Ich glaube, ich bin halt so stark, weil ich die ganze Zeit meine Sachen wirklich level. Hey! Das wird wehtun. Du hast Glück, dass du da neben dem Stun rumschwörst. Ich bin bereit. War okay. Ich hab mir 338 Gil geklaut, du Penner. Oh, oh nein. Oh. Das ist jetzt schon nervig. Ja gut, wenn er abgelenkt ist, selber schuld. Mein Einsatz.
Hey, konzentriere dich weiter auf Aerith. Na gut. Nicht übertreiben. Ich leg los. Hier ist kein Dojo. Wechsel. Jetzt erst recht. Nee, einfach so ausgetrickst. Los geht's. Sehr gut. Los, abschauen. Und nochmal schön Störung mit der Air. Ich liebe. Dann übernimm. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Du musst dich schon auf eine Seite konzentrieren, Mädel. Kibi. Zieh dich zurück. So, nochmal Störung mit der Air. Ich bin bereit. Haha. Zu nachlässig. Das selber ist schuld. Volle Kraft. Und los. Ich bin bereit. So, geht doch. Oh, Stufe 20. Ich habe übrigens den Kampf mit dem Haus doch ganz drin gelassen, weil ist halt eine Erfahrung. Ich kann warten. Ich stehe hinten. Bin ich jetzt dran? Mach rein auf Aerith. Sag mal. Die sind hinter mir her. Mann. Cloud, mach doch was. Okay, so. Sicht, es wird ungemütlich. Du siehst doch nicht. Alter, wie lange reicht das denn? Okay. So, machen wir einen Schwertsturm. Das sollte reichen. Oh, mach das doch nicht gegen den. Cloud, also wirklich. Okay, weißt du was? Hier, jetzt geht's los. Los geht's. Verdammte Scheiße. Paracke! Na gut. Wo wollt ihr hin? Ich bin voll reingerollt. So. Ich liebe Störung. Mein Einsatz. So, geht das ganze Spiel von vorne los, ja? Weiter. Machen wir erstmal. Kennen wir dich schon? Nö. Machen wir erstmal eine Analyse. Auf Nummer sicher. Ups. So, wirksames Feuer. Habe ich Feuer rausgenommen? Yep. Coole Sache. Aerith. Oh Gott, hier Gebet. Hier ist kein Durchkommen. Nee. Lauf mir doch hinterher. Ah, jetzt habe ich dich ausgetrickst, mein Freund. Ich bin bereit. Wie er das geblockt hat. So, nochmal ein Impuls hinterher. Der Feind ist geschwächt. Los. Und Mutangriff. Ja, komm, die Paar-HP hier noch. So, geh doch. Ja, Cloud hat Stufe 21 erreicht. Abgeschlossen. Clairvoyance. Was das auch immer ist. Cool. Aber ich bin durch. Komm gerne wieder vorbei. Ja, woher weiß ich, wenn du wieder neue Sachen so, hast? Wer kommt als nächstes dran? Komm gerne wieder vorbei. Irgendwann wird's aufgestockt. So. Magie, nee, ne? Oder? Nee. Kampfeinstellung. Limits. Atomisator. Und Aerith? Was hast du? Macht die Gruppe durch ein Gebet zum Planeten vorübergehend immun gegen physischen Schaden. Finde ich aber das Limit 1 besser. So ein kompletter Heal. Ah.
glaube, taktisch ist das auf jeden Fall besser. Man kann auch Gegenstände hier rein tun, cool. Aber nee, ich mach's so, wie ich es jetzt momentan mache. Das gefällt mir besser. Da habe ich diese Bruchteile eine Sekunde, die ich noch nachdenken kann. Das macht es irgendwie ein bisschen, weiß nicht, angenehmer zu kämpfen. Ich weiß, fürs Video ist es nicht angenehmer, aber für mich ist es angenehmer. Und das ist das Wichtige. Weil sonst, ich habe es am Anfang versucht, ich war komplett verwirrt und wusste dann nicht mehr, wo Blocken ist und alles mögliche. Also das war katastrophal. Deswegen behalte ich das so. So können auch keine Fehler passieren. Also wenn ich das Spiel durch habe, das Ganze ist ja nur die Midgar-Edition, also Midgar-Episode. Das heißt, wenn wir aus Midgar raus sind, wo das Spiel eigentlich erst anfängt, muss man sagen, ist das Spiel vorbei. Und dann fange ich doch mal an und spiele mal auf Classic. Mal gucken. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, zum Don kann ich ja nicht, deswegen gehen wir direkt zur... Ich brech dir die Finger, Tussi. Mrs. M. Das heißt immer mit Schmackes. Deswegen. Sie bricht mir die Finger mit Schmackes. Ist was? Ah, ihr seid's. Das Kleid habe ich vorbereitet. Aber vorher würde ich kurz noch gern was klären. Hab gehört, dass du dieser Alleskönner bist. Im Sektor 5 hast du ja anscheinend schon ganz eindrucksvoll deinen Mann gestanden. Packst wohl gerne fest an, was? Es heißt nicht umsonst, ohne Schweiß kein Preis. Je mehr Leuten du hilfst, desto lukrativer wird das für dich werden. Aris werde ich ein Kleid zur Verfügung stellen, das seinesgleichen sucht. Mach dich auf was gefasst. Aber Zeit ist Geld. Genug geplaudert. Das Kleid ist eine Leihgabe. Damit dürft ihr den Wallmarkt nicht verlassen. Seid ihr soweit? Ja. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Das gilt beim Ankleiden ganz besonders. Mal sehen. Was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? In weiblicher Begleitung muss man sich oftmals zurückhalten, nicht? Wie wär's, wenn du dich etwas amüsierst? Scheinst dich ja bei uns schon ganz gut eingelebt zu haben. Jetzt guck doch nicht so. Es erwartet hier keiner, dass du dich ganz alleine verlustierst. Aber die Details regelt ihr Männer besser selbst. Ich habe Sam bereits Bescheid gesagt. Darum habe ich nie gebeten. Jetzt sei doch nicht so ein Hasenfuß. Das ist eine einmalige Chance. Sieh zu, dass du endlich ein richtiger Mann wirst und diese Memme zu Grabe trägst. Also dann, folge mir bitte, Aris. Wie das Kleid wohl aussieht? Bin mal gespannt. Mit einem Kleid allein ist es nicht getan. Nein, nein. Dein dilettantisches Make-up und die Frisur werden wir auch einer Frischzellenkur unterziehen. Wow! Gut, Cloud. Bis später. Es wird nicht gespannt. Okay, das heißt, wir spannern. Kann ich jetzt in die Vase fassen? Oh, oh. Oh, schade, ich kann nicht spannern. Hallo? Ich hab doch gesagt, du sollst nicht gucken. Ist ja gut. Die weiß auch echt alles. So. Wo ist jetzt besagter Sam? Da. Ich möchte gerne nochmal in die Gasse. Vielleicht ist die jetzt getriggert. Ja. Hinter allen Banken steckt doch der Shinra-Konzern. Am Ende landet alles in deren Taschen. Thank you.
So, da waren kurz meine Headset-Kopfhörer leer. Headset-Kopfhörer, ja. So, ich bin jetzt der King. Jetzt müsstet ihr eigentlich Angst vor mir haben. Habt ihr euch der Sache angenommen? Alles erledigt. Allerdings hat der Neue es verpfuscht. Bist ganz schön neugierig, dass du dich in diese dunkle Seitengasse traust. Weil du so mutig bist, lasse ich dich noch einmal laufen. Ausnahmsweise. Ach. Kann ich mit Schwert ziehen? Nein. Hast du Glück gehabt. Und? Den Neuen etwa auch? Das ist ein Mütterchen. Wird sofort erledigt. Nee, es geht hier nur um ihre Bandenscheiße. Na gut. Mama. Super lecker. Kann ich ist was? Gleich kommen wir irgendwann weiter. Oh, dann gehen wir halt zu Sam. Was ist los? Schimpfen sich zwar eine Bank, aber in Wirklichkeit sind das Halsabschneider. Gratuliere, Champ. Madame M. hat mir alles erzählt. Wo hast du denn deine Freundin gelassen? Ins Kolosseum schleppst du sie mit, aber abends darf sie sich nicht mit dir vergnügen. Hä? So wie du aussiehst, hat dir Madame M. schon tüchtig den Hintern versohlt, was? Du bist stark, das muss ich dir lassen. Aber irgendwie fehlt da noch was. Du hast noch einiges zu lernen. Weißt du, was ich meine? Nutz diese Gelegenheit, um dir einen Ruck zu geben. Entwickle dich weiter, als Mensch und als Mann. Kann nicht schaden, wenn du jemanden hast, den du beschützen willst, oder? In diesem Sinn, ich hätte da gerade etwas, um das du dich kümmern könntest. Wenn's mir die Wartezeit verkürzt. Na also, der Anfang ist getan. Ich glaub an dich. Du schaffst das schon. Okay, wir haben Auftrag, aber ganz vergessen. Wir wollten doch noch gucken, was wir so Schönes bekommen haben. Okay, hier ist es schon mal nicht drin. Sams Auftragliste. Wow, sieht das gut aus. Sams Münze. Ein Schokobo. Hier ist es auf jeden Fall nicht drin. Waffen. Nein. Rüstung. Nein. Was ist was? Da. Ein Anhänger, der die Sinne schärft. Erhöht im Kampf die Wirkung von Heilmagie auf den Träger. Achso, nee. Lädt die ATB-Leiste bei Auslösung einer Vision voll auf. Das heißt, ich kann die ATB-Leiste erweitern und dann ist sie komplett voll. Okay. Okay. Atemlos durch die Nacht. So. Atemlos durch die Nacht und brennende Schenkel. Na gut. Dann machen wir das doch. So ein bisschen enttäuscht bin ich schon gerade, weil irgendwie ist es nicht so wie früher. Aber gut, so ist es halt immer. Willkommen. Brauchst du etwas Bestimmtes? Hm? Oh, bist du etwa dieser Alleskönner? Ich hätte da eine Bitte. Folgendes. Ich möchte, dass du meinen Vater zurückbringst, der in der Kneipe versackt ist. Er ist im Trunkenbold, nicht weit von hier. Hol ihn bitte. Okay, Mr. Schneiderlehrling, ich hol den Schneidermeister. Und im alten Spiel hat er mir dafür ein Kleid Warte, gegeben. Warte, Cloud! Sam hat mir alles erzählt. Du willst Tifa retten. Und checkst gerade die Lage auf dem Wallmarkt, richtig? Bei so etwas fragst du am besten mich. Ich kenne die Stadt wie meine Westentasche. Los, erledigen wir gleich als erstes mal diesen Auftrag. Zum Trunkenbold geht's hier entlang. Trunkenbold! Trunkenbold! Was? Schokobohnen, nur für der Stammgäste? Ich bin Stammgast. Die meisten Gäste sind Stammkunden. Um reinzukommen... Hey,
Du kannst da nicht einfach so hereinplatzen. In der Welt der Erwachsenen gibt es Spielregeln. Jetzt warte doch mal! Du musst der alte Herr sein. Hä? Bist du das? Hatte mein Sohn wirklich so ein Backpfeifengesicht? Backpfeifengesicht? Egal, wir bringen dich jetzt zurück zum Laden. Lass mich! Ich will nicht! Es ist aus! Aus und vorbei! Rede doch keinen Unsinn, alter Mann! Ich kann dir helfen, du wirst sehen! Oh, meinst du wirklich? Es ist so, ich habe gegen den Inhaber des Materialladens eine Wette verloren. Oh. Und jetzt hat er mir meine kostbare Quelle der Inspiration einfach so weggenommen. Was? Meine Quelle der Inspiration. Solange ich sie nicht wiederbekomme, ist es sinnlos, dass ich zum Laden zurückkehre. Verstehe. Also eigentlich nicht, aber... Ich muss für dich also lediglich diese Inspirationsquelle wiederbesorgen, richtig? Das haben wir gleich, alter Mann! Hey du, solltest du ihm nicht hinterher? Lust auf eine Runde Darts? Na gut. Darts? Ich mach mit. Ich mach euch fertig, Lungs. Lasst mich mitspielen. Sollte mitspielen und gewinnen. Chocobo Popcorn. So, wo muss ich genau jetzt hin? Okay. Wie sieht's eigentlich da aus? Ich habe ja wieder ein bisschen was abgegeben. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ja, komm, ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Nice. Was haben wir denn jetzt? Erstschlag. Zu Beginn eines Kampfes ist die ATP-Leiste um einen zufälligen Wert aufgeladen. Okay. Ist okay. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Oh ja. Wie sieht's eigentlich aus? Kampfberichte. Erhöhe Schaden bei Gegnern im Schockzustand auf 200%. Neue Materia Ukinagashi. Analyse des so Vision. Ja, ich muss zweimal Vision noch einsetzen. 40 Arten vom Gegner in den Schockzustand versetzt. Das kriegen wir auch noch hin. Das ist halt einfach alles, was man automatisch sowieso hinkriegt. So, der Materialladen war ja hier, ne? Ja. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wofür man dieses Materia braucht. So. Hey, warte auf mich! Einfach ignorieren, der Typ. Das also ist der Materialaden? Was wollt ihr denn hier? Wir sind hier, um die Inspiration des alten Ausstatters wiederzuholen. Inspi... Ach, das meinst du? Die habe ich dem Alten auf ehrliche Art und Weise abgeknöpft. Die gebe ich nicht so einfach wieder her. Wie bitte? Mal sehen. Wenn ihr etwas für mich erledigt, überlege ich es mir vielleicht nochmal. Und was? Ein Auftrag für richtige Männer. Ihr sollt mir etwas aus dem Automaten in der Herberge holen. Ihr wisst schon, den Stoff. Herberge? Automaten? Etwa was? Jetzt frag nicht so dämlich. Also, viel Erfolg. Vielleicht funktioniert's ja jetzt. Das ist der Automat, der uns umbringen will. Ich finde schon raus, was es damit auf sich hat. Ich sehe es schon vor mir. Das Abenteuer der Nacht. Der Typ, Alter. Wo war das? Hier, ne? Funktioniert immer noch nicht. Hereinspazieren. Wie? Ist nichts rausgekommen? Da muss wohl das Fließband gehakt haben. Ja gut. Okay. Was es mit diesem Laden, mit dieser Waffe auf sich hat, das werden wir nie erfahren. Ich habe es nicht noch einmal ausprobiert, beziehungsweise nicht noch mal gelöst, was es damit auf sich hat. Es gibt da irgendwie anscheinend ein Rätsel.
Ich kann mich erinnern, in dunkle Zeiten, als ich das gespielt habe und ich da irgendwas mal herausgefunden hatte, damals im Classic. Aber das ist eine andere Geschichte. So, das war's für heute. Wir haben das Kleid jetzt von Aerith noch nicht gesehen. Allerdings müssen wir jetzt hier noch mit Johnny ein bisschen, ja, rumlaufen und seine Questline beenden. Ich muss sagen, es ist ziemlich nervig, dieses angestrengte Lustigsein, das so. Naja, wir haben es ja bald hinter uns. Bis dann.